So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Freitag, den 24. September 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen, die aktuellen Entwicklungen entsprechend einordnen. DAX kommt schwach in den Wochenschluss, hatte gestern eine verhältnismäßig starke Performance post der Fed. Das war so, ehrlich gesprochen, vor dem Hintergrund dessen, wie man diese Fed-Sitzung interpretieren hat können, irgendwie nicht zu erwarten gewesen. Wie gesagt, irgendwie schon, weil es eben keine konkrete Formulierung gab, also zumindest auf den ersten Blick jedenfalls, im Hinblick auf, wann es denn dort dann mit dem Taper voranschreitet, Reduktion der Anleiheaufkäufe. Zwischen den Zeilen ist allerdings sehr, sehr deutlich geworden, beziehungsweise bei genauerer Betrachtung auch des Dotplots beispielsweise, dass dann eben nicht nur ein Tapering, sondern auch ein Tightening eventuell denkbar wird, also sprich Zinsanhebung, hier ein Thema werden, dann ab der zweiten Hälfte, besonders ab Dezember 2020. Das ist meiner Interpretation nach jedenfalls schneller als erwartet und hätte eigentlich einen bärischen Impuls nach sich ziehen können oder sollen, nach sich ziehen sollen, so rum, dass der nicht auf den Weg gebracht worden ist, ist eigentlich ein extrem starkes Signal, meiner Einschätzung nach. Und demnach muss man hier dann ganz klar die Longseite wahrscheinlich in den Mittelpunkt des Geschehens rücken und stellt sich logischerweise die Frage, welche Titel könnten dort von Interesse sein. Einzeltitelbereich, Nvidia beispielsweise hat gestern einen sehr, sehr interessanten potenziellen Breakout oder Rückeroberung der, so könnte man es auch formulieren, 220 zu sehen bekommen. Da blicken wir drauf. Und nichtsdestotrotz, aktuell eben die Vorgaben zunächst ein bisschen korrektiv. Allerdings halten wir noch den Bereich um 15.450, 15.500 Punkte wiederum im DAX. Aktuell, den ich auch herausgestellt hatte als erste Unterstützungsregion. Mal schauen, ob das dann auch durch die US-Märkte heute Nachmittag entsprechend bestätigt wird. Wir haben Nike mit Zahlen gestern nachbörslich, alles in allem eher nicht so imposant, ehrlich gesprochen. Eher der Vorteil, wahrscheinlich auf der Short-Seite zu suchen. Ja. Also darauf werfen wir auf jeden Fall im Folgenden dann einen Blick. Bevor wir offiziell starten, natürlich hier der Risikohinweis: Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin gehandelt und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt im Trading kann für einen, der kann gegen einen wirken. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil beantwortet man für sich selbst die Frage, ob man sich für den Handel mit diesen Produkten eignet. Wenn die Frage dann mit Ja beantwortet wird, kann man sich auf markets.com/de, wo man auch den vollständigen Risikohinweis findet, eine Demo runterladen. Teile den Link gleich innerhalb der Chatbox. Darüber hinausgehend natürlich auch die Produktpalette von markets.com entsprechend studieren. Das sind auch oder beinhaltet auch physische Aktien, ETFs, klassisches sogenanntes Multi-Asset Brokerage. An dieser Stelle alle Fragen rund um Markets gerne eine E-Mail dann an Elena, beziehungsweise wenn ihr Fragen rund um den Markt habt, dann gerne unterhalb dieses Videos, wenn ihr euch das Recording jetzt auf YouTube anschaut, eben gerne mit Wunschmärkten oder ihr kontaktiert mich via Mail oder ihr kontaktiert mich via Twitter oder ihr kontaktiert mich über meine Webseite jk-trading.com und dann /Forum. Dort habt ihr eine Trading-Chatbox für jeden Handelstag, wo wir dann entsprechend nicht nur Gedanken teilen für den jeweiligen Handelstag, sondern eben auch Fragen und Diskussionen rund ums Thema Trading eben auf den Weg bringen. Und das, zack, wäre es soweit mit der offiziellen Einführung gewesen. Hier ist einmal die MarketsX-Handelsplattform. Den Link dazu teile ich einmal, zack, hier. Und ja, dann wollen wir durchstarten. Ich schaue mal ganz kurz hier, aber hier schaut es alles gut aus. Also das heißt, es wird alles so gestreamt, wie es gestreamt werden soll. Perfekt. Ich guck mal ganz kurz in dem Zusammenhang hier. Ja, alles bestens, alles bestens. Musste kurz noch überlegen. Also machen wir einmal hier den DAX groß und werfen einen Blick drauf auf. Das war heute Nacht, okay. Das war heute Nacht ein kurzer Spike und seitdem sehen wir Abgabedruck. Ja, die Entwicklung rund um Evergrande sind mit Sicherheit immer noch irgendwie so eine Art Damoklesschwert, beziehungsweise ein Grund für sorgenvolle Mienen, so möchte ich es mal bezeichnen. An der Stelle, wir haben gestern über den Ticker laufen sehen, dass die chinesische Regierung wohl oder beziehungsweise die Notenbank, wer auch immer es offiziell war, ich habe es nur im Ticker so vorbeihuschen sehen, in Anführungsstrichen, dass diese wohl hier den diversen Local Governments eben in China
zuteil hat werden lassen, dass eben hier ein Zahlungsausfall, ein Default von Evergrande bevorsteht. Und das hat interessanterweise gestern überhaupt gar nichts irgendwie an Sorge nach sich gezogen. Das war potenziell hier so. Dieser kurze Knick, den wir dort zu sehen bekommen haben, gegen die 15.7 übergerollt, kurzer Push in Richtung 15.600, aber starke Dynamik auf der Unterseite ist definitiv nicht ausmachbar gewesen. Wir haben uns dann mit den US-Märkten relativ stabil präsentiert, unspektakulären Handelstag, alles in allem zu sehen bekommen. Was auch immer jetzt der Grund ist hier für die bärische Action, man wird es wahrscheinlich genauso argumentieren, man wird sagen, das hat irgendwas mit Evergrande zu tun, irgendwelche Unsicherheit, die da wieder aufkeimt oder sonst dergleichen. Aber in Summe ist aktuell jeglicher Dip derzeit, besonders nach der Vorstellung auf die Fed, wohl ein potenzieller Buy. Also ein klassisches Buy-the-Dip-Umfeld einfach, in dem wir uns bewegen. Wir haben im Grunde genommen eigentlich alles in Richtung Sorgen oder potenzieller Wegbereiter einer ausgeprägteren Korrektur im Aktienmarkt geliefert bekommen, was wir uns haben in Anführungsstrichen wünschen können. Gut, das hätten wir einen etwas restriktiveren Ton vielleicht seitens Jay Powell in Jackson Hole vor rund einem Monat erwartet, Ende August. Aber jetzt mit der Fed-Sitzung steht ganz klar fest, dass es eine Reduktion der Anleiheaufkäufe geben wird, dass diese an einer Reduktion der Anleiheaufkäufe ab November in der Größenordnung 15 Milliarden eben sehr wahrscheinlich ist. Also es ist noch nicht hundertprozentig konkret, aber alleine die Überlegung, dass der Dotplot oder beziehungsweise hier, dass die Zinsniveaus, die seitens der stimmberechtigten Fed-Mitglieder in den kommenden Jahren gesehen werden und dann auch, dass es hier eine deutliche Tendenz in Richtung eben Zinsanhebung Ende 2022, also in der zweiten Hälfte gegeben hat, was wir dann auch über das FedWatch-Tool sehen können, lässt eigentlich gar keinen anderen Schluss zu, dass wir ab November eben dann entsprechend eine Reduktion sehen. Mit Ausnahme jetzt, dass es einen katastrophal schlechten Arbeitsmarktbericht eben aus den USA gibt, kommenden Monat. Also das bedeutet, beziehungsweise die nächsten 2 Monate sogar Anfang Oktober für September und dann Anfang November für Oktober. Und ja, so demnach, die bergen vielleicht ein bisschen ein Volatilitätspotenzial, aber bis dahin bleibt der Modus auf jeden Fall weiter ganz klar auf der Long-Seite. Wie gesagt, dieses kurze Einknicken jetzt, was wir hier sehen, ist meiner Einschätzung nach, auch wenn ich jetzt Intraday derzeit noch nicht long traden wollte, also dafür möchte ich erstmal sehen, dass wir hier den EMA 50 auf 5-Minuten-Basis dann zurückerobern, was dann den kurzfristig jetzt vorhandenen Short-Vorteil Intraday eben wechseln in Richtung Long switchen würde und würde dann ausgehend hiervon eben diesen Dip als Long Einstieg und Ziel 15.800 Punkte eben in der kommenden Handelswoche eben sehen. Wenn es überraschenderweise jetzt so kommt, dass wir unter 15.500 Punkte rutschen, uns unterhalb auch hier das EMA 50 auf 5-Minuten-Basis stabilisieren, dann wäre es so, dann könnten wir vielleicht nochmal einen etwas tieferen Lauf sehen. Region wäre dann so die 370 bis 15, 370, 15.400er Region, Bereich um diese Hochs, die wir hier am Jetzt muss ich kurz rechnen, Dienstag war es, ausgebildet hatten, infolge dieser Gegenbewegung. Also wir kamen ja letzte Woche verhältnismäßig schwach schon in diese Woche hinein. Also wir hatten schon entsprechend eben durch die Taper-Spekulation und dergleichen entsprechend hier einen Abwärtsimpuls gesehen. Evergrande ganz besonders dann. Sorgen übers Wochenende, das hatten wir letzte Woche im Morning Meeting genau an dieser Stelle eben zum Thema gemacht. Dann kam wirklich die Wohler am Montag rein und wir haben diesen scharfen Impuls auf der Unterseite gesehen und dann begannen wir eben an diesem V zu arbeiten, welches auch jetzt wieder doch deutlich erkennbar ist. Und in diesem Zusammenhang ist es eben so, dass wir jetzt eher die Long-Seite favorisieren sollten, besonders wenn wir eben diesen Bereich halten können, selbst wenn wir ein bisschen tiefer einknicken, also 15.5 halten können, wenn wir ein bisschen tiefer einknicken und dann in Richtung 15.4 laufen an der Stelle, wäre ich eher weiterhin geneigt, dennoch auch in der kommenden Woche eigentlich die Long-Seite zu favorisieren. Wirklich Eintrübung, muss ich gestehen, allerfrühestens, wenn überhaupt, sofern man das hier als signifikanten Bereich erachtet, Bereich um 15.200 Punkte. Darunter wäre dann nochmal ein Test des 15.000er Levels eben denkbar. Aber, und da blicken wir dann auf den S&P, aber der S&P hat hier an dieser Stelle diese Abwärtstrendlinie brechen können gestern. Also, wir können es erkennen, hier oben rechts ist es an dieser Stelle. Aufwärtstrendkanal, den hatten wir zwar jetzt verloren, in Anführungsstrichen, beziehungsweise aus dem sind wir rausgefallen. Ich gucke mal ganz kurz, ob es hier möglich ist, vielleicht einen neuen Kanal einzuzeichnen. Viel Wohlwollen. Viel Wohlwollen, sofern man das als signifikant betrachtet. Einen Augenblick gucken.
Gucken wir mal. Kriegen wir da Auflagepunkte? Ja, warum eigentlich nicht? Also könnte man ein bisschen anpassen, den Kanal. Ich würde es noch nicht überbewerten. Was ich auf jeden Fall hier als wichtig erachte, ist, dass wir diesen Bereich, den wir gestern auch hier im Morning Meeting zum Thema gemacht haben, 4450, ungefähr 440, 450, diese ehemaligen Tiefs und dann auch damit korrespondierend diese Trendlinie haben jetzt zurückerobern können, brechen können. Jetzt gibt es eben diesen kleinen Pull-in, aber nichtsdestotrotz haben wir durch den Schlusskurs oberhalb dieses Niveaus gestern eigentlich ein bullisches Signal geliefert bekommen. Und ich denke auch hier, selbst wenn es nochmal ein tieferes Einknicken gibt und wir nochmal einen Retest der 4400er Region zu sehen bekämen, also sollte der heute dann stattfinden, dann wäre das hier solch ein Einknicken nochmaliger erfolgender Test der 4400er Region, das wäre dann korrespondierend sehr wahrscheinlich mit diesem Leck unter die 15500er Region im DAX an der Stelle, sofern es überhaupt stattfindet. Alles in allem ist diese Vorstellung jetzt hier und dieser Bruch dieser Trendlinie meiner Einschätzung nach aber eher bullisch zu interpretieren. Und wir sollten eher damit rechnen, dass wir über kurz oder lang wieder einen Rücklauf in Richtung und auch zurück über die 4500er Marke zu sehen bekommen. Einhergehend dann mit entsprechenden bullischen Vorgaben für den DAX 15.800 Break höher und Ziel Allzeithoch 16.000 Punkte. Ob das fundamental gerechtfertigt ist, gut, das sei jetzt mal dahingestellt. Also die Situation, die trübt sich weiterhin ein. Das sieht man jetzt auch bei diversen Unternehmen. FedEx war eins dieser Unternehmen, welches seine Revenue Guidance reduziert hat. Auch entsprechend, mal kurz gucken, habe ich die Aktie hier noch, auch entsprechend natürlich damit Abschlägen sich präsentiert hat. Wir haben diese bärische Action weiter fortgesetzt. Also es gab hier in diesem Zusammenhang eben einen Verweis auf steigende Lohnkosten, Arbeitskosten, Logistikkosten, die einfach mal anziehen infolge der auch Supply Chain Interruptions und schwierig Arbeitsplätze zu besetzen und dergleichen. Also das bedeutet etwas anders formuliert, dass wir hier einfach mal eine Konstellation haben, die darauf hindeutet, dass Inflationsdruck nicht nur transitory, also vorübergehend ist, sondern in Anführungsstrichen gekommen ist, um zu bleiben und sich das auch beginnt jetzt in der realen Wirtschaft und dann bei Unternehmen entsprechend der Größenordnung FedEx und so weiter eben entsprechend zu zeigen. Die Aktie hat gestern hier trotz dieses übergeordnet günstigen Umfeldes, welches wir dann post der Fed zu sehen bekommen haben, sich nicht wirklich erholen können. Es gab jetzt keine weitere Beschleunigung auf der Unterseite. Ja, das kann man hier erkennen, aber es gelang eben halt auch nicht. Ich gucke mal ganz kurz. Es gelang eben halt auch nicht, hier diesen Bereich zurückzuerobern um 2,31, 2,32 aller spätestens, sondern wir drifteten halt im Bereich dieser Abschlagstiefs post der Earnings. Und das mache ich deswegen zum Thema. Also die Aktie ist jetzt für mich für heute nicht mehr wirklich relevant. Das ist hatte gestern ein interessantes Szenario, weil wir im Bereich der Tagestiefs geschlossen hatten. Und infolgedessen hat sich die Aktie potenziell für so einen Second Day Play qualifiziert. Aber eine ähnliche Kommunikation haben wir jetzt zum Beispiel auch zu hören bekommen bei Nike. Also Nike hat gestern Zahlen veröffentlicht. Ich habe das hier geretweetet, bedauerlicherweise. Scheint mir das nicht akkurat zu sein. Earnings per Share, das ist 3,76 gegen 3,55 erwartet. Ich habe hier von CNBC nämlich eine andere Zahl. Das sind jetzt allerdings dann auch Quartalszahlen. Deswegen, ich müsste mal schauen, ob das vielleicht die annualisierten Zahlen sind an der Stelle im Bezug auf den Gewinn pro Aktie. Aber also Fakt ist auf jeden Fall, dass wir zwar leicht bei dem Gewinn pro Aktie oberhalb dessen gelegen haben, was erwartet wurde, aber nichtsdestotrotz der Revenue zum Beispiel enttäuscht hat. Und das ist das, was ich hier hauptsächlich aus realwirtschaftlicher Perspektive eben erwähnenswert finde. Der CFO, Matt Friend, der hat hier innerhalb des Earnings Calls gesagt: Over the next few quarters, Nike anticipates its entire business will see short-term inventory shortages. Also das bedeutet, über die nächsten Quartale erwartet man seitens Nike, dass es eben einen, nicht Einbruch, aber zumindest mal eine Verknappung der Möglichkeiten gibt oder beziehungsweise der Inventory, also das heißt der angebotenen Produkte, die man dann im Grunde genommen auf Lager hält oder die man dann aus dem Lager an den Endkunden weitergeben kann. Dass man hier erwartet, dass es dort eine Shortage gibt. Warum ist das erwähnenswert? Nun, weil das zeigt, dass offensichtlich diese sogenannten Supply Chains, also das heißt diese Angebotsketten, wirklich unterbrochen sind. Also real, und das macht sich in der realen Wirtschaft, macht sich das bemerkbar. Es gibt einfach Lieferengpässe aus dieser Perspektive. Und diese
Entwicklungen hier, die dann auf die reale Entwicklung, also auf die realen Bedingungen im Unternehmen, auch im Hinblick auf die Revenue Guidance und dergleichen durchschlagen, die werfen natürlich logischerweise die Frage auf, ob die Rallye, die wir hier gesehen haben und das Einpreisen dieses massiven Wachstums und dann auch entsprechend dann ein Fortschreiben dieser Wachstumsgeschichte, sofern es wieder zu einer Rückkehr des wirtschaftlichen Normals kommt, nachdem Corona in die Schranken gewiesen ist, die gesamte Bevölkerung global gefühlt durchvacciniert ist, also geimpft ist und dergleichen, ob das nicht eventuell hier ein bisschen zu aggressiv eingepreist wurde. Also das bezieht sich, wie gesagt, im Hinblick auf FedEx, aber auch im Hinblick auf Nike zum Beispiel, die ja einen massiven Lauf gesehen haben. Wenn wir uns mal anschauen, die Aktie, die hat sich ja fast verdreifacht, ausgehend hier von ihren Tiefs im März, die rund um Corona eben ausgebildet worden sind. Und dieses Wachstum, was dort eingepreist worden ist, das scheint jetzt sich abzuschwächen. Also nicht, dass man das missinterpretiert. Es ist immer noch so, ich gucke mal ganz kurz. Hier, also man sieht immer noch eine sehr, sehr starke Nachfrage. Dann in dem Fall beispielsweise nach Sportprodukten, Sportartikeln, die von Nike eben angeboten werden, Schuhen und dergleichen. Demnach, es ist keine wirkliche Abschwächung oder deutliche Eintrübung, es ist halt eine softere Nachfrage in Anführungsstrichen. Aber nichtsdestotrotz ist es eben so, wir haben über die letzten Monate, über die letzten 12, 16, 18 Monate, haben wir aggressiv eingepreist, dass eben bei einer Rückkehr zum Normal entsprechend starkes Wachstum auszumachen ist. Und hier zeigt sich mehr und mehr, dass das eventuell zwar einerseits möglich wäre zu realisieren, allerdings das voraussetzen würde, dass entsprechend eben dann auch weiter die Lieferketten so funktionieren, wie sie halt vor der Krise, der Pandemie, vor Corona eben funktioniert haben, was nicht der Fall ist. Und genau da kommt nämlich jetzt dann so ein bisschen natürlich die nachvollziehbare Sorge auf, dass das eventuell dann früher oder später auf breiter Front auch dann entsprechend sich in jedem Unternehmen und in jedem Sektor beginnt verstärkt zu zeigen, dass zum Beispiel auch im Hinblick, dann nehmen wir wieder andere, in dem Fall besonders Tech-Giganten, die massiv Wachstum eingepreist haben, nehmen wir an der Stelle beispielsweise mal eine Tesla. Das sind alles in allem sehr, sehr prosperierende Ausblicke. Aber wie gesagt, wenn hier eben diese Supply Chain Issues auftreten und die Lieferketten unterbrochen sind und nicht genügend Material geliefert wird, welches dann verarbeitet werden kann, dann können eben auch diese massiven Wachstumsziele und Aussichten, die eben in den diversen Earnings Calls in den jüngsten Quartalen dort kommuniziert worden sind, nicht realisiert werden. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Man sollte besonders auch hier aus der Perspektive längerfristig ein wenig eben eventuell, naja, die sich eintrübenden Chance-Risiko-Verhältnisse bei Long-Engagements eben sehen. Also nicht, dass ich im derzeitigen Umfeld, wir werden gleich Nvidia sehen zum Beispiel, nicht, dass ich dort nicht weiterhin sehr, sehr bullisch bin und auch die technischen Vorgaben sehr, sehr günstig sind. Ich glaube sogar Nvidia, aber auch Tesla beispielsweise haben beide ausgehend von der Gesamtkonstellation immer noch ein sehr, sehr attraktives Gesamtpaket eben. Nichtsdestotrotz sollte man das eventuell so ein bisschen im Hinterkopf halten, besonders wenn man eben plant, längerfristige Engagements auf den Weg zu bringen und früher oder später dann durchaus auch nochmal, besonders dann, wenn solche Vorhersehbarkeiten wie beispielsweise Evergrande auftreten, dass das relativ zügig sich dann auch entsprechend verselbstständigen könnte, eine solche Entwicklung und dazu beitragen, dass eben das nochmal zu einem schärferen Pull-in kommt. So, lange Einführung. Wir haben hier bereits bei Nike, ich hatte es gestern dann in diesem Zusammenhang auch zum Thema gemacht, ich habe das hier mal vorbereitet, wir haben dann bei Nike entsprechend eben einen bärischen Impuls zu sehen bekommen. Er ist noch nicht dramatisch, ja? Also wir haben einen Schlusskurs gesehen hier um 159, handeln aktuell roundabout 7 Dollar tiefer und wir warten jetzt einfach mal ab, ob in der Vorbörse entsprechend Umsatz getätigt wird. Das heißt also irgendwas zwischen 600.000 und 700.000 Aktien, die in der Vorbörse laufen, dann hätten wir in dieser Konstellation schon bereits 10% des durchschnittlich gehandelten Volumens, Average Volume hier liegt bei 6,21 Millionen. Bedeutet also etwas anders formuliert, die Aktie wäre dann aus dieser Perspektive potenziell heiß, also ein Kandidat, der sich für ein Earnings Play eben anbietet. Und ja, was wir dann in diesem Zusammenhang eben sehen wollen, ist, ob es zu einem Bruch unter die 152, also hier dieser nachbörslichen Tiefs kommt und ob wir unterhalb dieser konsolidieren, sofern das hier stattfinden würde, wir unter 152 vielleicht sogar eröffnen entsprechend und dann dieses zunehmende Volumen sehen, wäre Nike an der Stelle ein Kandidat für ein Play in Richtung und unter die 150er Marke, vielleicht sogar dann bis Ziel 148. Die 148, die resultiert hier aus diesem Umstand, dass das ehemalige Hoch sind, das ist hier
Obwohl, das stimmt nicht ganz. Ne? Ja, doch, doch, das kommt gut hin. Also das ist hier diese Region, roundabout 147, 148, das ist eine ehemalige starke Widerstandsregion, die dann hier über ein massives Gap-Up eben rausgenommen hat werden können. Das war damals ein sehr, sehr starker Earnings Release. Das können wir hier auch nochmal ganz kurz einfangen. Mal kurz hier einen Daily Chart auf. So. Und das war dann ja auch der Wegbereiter für eine massive Rallye, die da stattgefunden hat, auch an dem Tag. Also wir haben einen kleinen Pull-in gesehen, haben aber im Bereich der Tageshochs geschlossen. Das war super stark hier an dieser Stelle. Das war ein Busting Earnings Report. Also man kann hier sehen, Gewinn pro Aktie beispielsweise 93 Cent gegen 51 Cent erwartet. Also das heißt über 80% besser. Auch die Revenue Guidance etc. pp. Also das war wirklich ein Crushing Earnings Report, der dann hier dazu geführt hat, dass die Aktie dort deutlich, also 15% eben, war es glaube ich in der Vorbörse, mit einem Gap-Up erhöht, eröffnet hat. Und nicht nur eröffnet hat, sondern man konnte auch aus der Price Action hier lesen, also nicht nur für diesen Handelstag, sondern auch für die nächsten Handelstage, dass dieses Halten des Gaps, also das heißt das Halten hier dieser 147, 148er Region, die da übersprungen worden ist durch den Earnings Report, dass das gezeigt hat, wie viel Volumen da offensichtlich gerade in die Aktie kommt und wie groß das Interesse jetzt an Nike eben tatsächlich ist. Und das haben wir dann auch hier gesehen, also wenn wir uns mal beispielsweise den Chart, wenn wir den richtig stark zusammenstochen, das war das höchste Handelsvolumen, welches hier in der Aktie gehandelt worden ist, zurückgehend, das war dann ein Earnings Report aus 2017, beziehungsweise wird dann hier nochmal übertroffen von dem Earnings Report, der 2015 auf den Weg gebracht worden ist. Also sprich anders formuliert, aber auch ein extrem hohes Interesse in diesem Bereich. Und demnach ist das eine interessante Region. Das mache ich deswegen so zum Thema, weil eben dieses Überspringen dieser Region dann auch so einen potenziellen Ankereffekt hat. Also wenn ich jetzt überlege, mich long zu positionieren, trotz dieses Quartalsausblicks und dieses Verweises, scheint mir diese Region um 147, 148 ein potenzieller Kandidat, wo verstärkte Nachfrage in den Markt kommt. Also das heißt, auch wenn ich kurzfristig die Short-Seite favorisiere, besonders wenn wir eben unterhalb von 152 eröffnen, beziehungsweise uns auch dann konsolidieren oder stabilisieren zeigen, dann ist es dennoch so, dass ich eben hier immer im Hinterkopf haben sollte, dass bereits gegen 147, 148, also 4, $5 tiefer, Pi mal Daumen, eine starke Unterstützungsregion eben in den Markt kommen dürfte, gegen welche verstärkt Nachfrage eben reinkommen darf oder erwartet werden darf und entsprechend eben der Markt sich gegen diesen Bereich in der Lage ist, dann auch entsprechend zu stabilisieren, was ich berücksichtigen sollte, wenn ich entsprechende Plays auf den Weg mache, bringe und dann eben entsprechend meine Chance-Risiko-Verhältnisse kalkuliere. So, also wie gesagt, Nike kurzfristig unter Druck, 152 im Fokus, fallen wir drunter, stabilisieren wir uns unterhalb, ist denkbar, dass wir entsprechend eben eine Korrektur einleiten, die uns kurzfristig unter 150 führt, 147, 148 allerdings mittel- bis langfristig ein durchaus interessanter Bereich, gegen den man sich hier long positionieren kann, nach diesem Busting Earnings Report im Juni, der dieses Gap Up auf den Weg gebracht hat und dann folglich eben in der Folge dieses Gap nie wieder angelaufen bzw. geschlossen wurde in irgendeiner Form. Was wiederum bedeutet, dass dort dieser Bereich potenziell sich als Kandidat anbietet oder als Region anbietet, gegen die man dann diesen Anchored Rewarp-Effekt vielleicht sogar erwarten darf. Also ich habe jetzt nicht den Rewarp seitdem hier eingeleitet, eingelegt. Das müsste ich jetzt nochmal in der Nachbetrachtung abbilden und müsste dann schauen, ob das vielleicht auch korrespondiert. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass hier dieser Bereich potenziell eben sich als ehemalige Unterstützungsregion oder nee, als ehemalige Widerstandsregion jetzt als Unterstützungsregion für Long-Engagements auch mittelfristiger Natur anbietet. Nvidia, ich hatte gestern ja schon ein sehr, sehr positives Bild gezeichnet in diesem Zusammenhang. Nvidia hat jetzt einen sehr, sehr starken Lauf zu sehen bekommen, zurück hier über diese Widerstandsregion. Auch hier hatten wir eine Abwärtssequenz, die sich herausgekristallisiert hatte. Das war, wie gesagt, ein potenzieller Kreuzwiderstand auf der Oberseite, so würde man das technisch eben betrachten. Das ist im Bereich 2019, 2020 ungefähr. Wir haben gestern gleich vom Opening weg eigentlich einen starken Opening Drive gesehen, sind über die 220 gelaufen und haben uns dann kontinuierlich oberhalb dessen auch stabilisiert. Auch wir haben für den gesamten Handelstag eigentlich, haben wir uns oberhalb von WeWork präsentiert, also volumengewichteter Durchschnittspreis. Es gab einen kleinen Retest, das war gegen 2,22, das war gegen ja, 17:30, 18 Uhr ungefähr. Von dort sind wir dann eben weiter aufwärts marschiert und haben im Bereich der Tageshochs geschlossen. Das ist ein, ich finde, sehr starkes Signal. Also das ist eine sehr, sehr starke Vorstellung, die Nvidia hier eben tatsächlich jetzt auf den Weg gebracht hat. Wir können auch mal kurz einen Blick werfen, in dem Fall auf Finwiz und dann gucken wir mal auf
NVIDIA. Das Volumen, was gestern dort gelaufen ist, das war nicht so prall in Anführungsstrichen. Durchschnittlich werden hier 30,9 Millionen Stücke eben gehandelt. Gestern nur in Anführungsstrichen 25 Millionen. Also das ist ausbaufähig. Also das ist jetzt nicht irgendwie imposant. Erhöht die Chance, vielleicht, so möchte man es vielleicht sagen, erhöht die Chance, dass es vielleicht nochmal einen kleinen Flash gibt, einen kleinen Retest, wo ich sagen würde, den Bereich hier um 2,19, 2,20, den würde ich dann in diesem Zusammenhang hier genauer beobachten. Also sprich, sollten wir nochmal einen kurzen Pull-in sehen, begünstigt durch was auch immer. Also vielleicht, weil es der übergeordnete Markt, also Nvidia ist dann an der Stelle auch so eine Art, ja, in gewisser Form durch die Größe Teil des Fangman-Komplexes, potenzielles sogenanntes Marketplay, sollte eben vielleicht dann in dem Zusammenhang der S&P wirklich einen stärkeren Pull-in nochmal sehen, nochmal einen Retest zu sehen bekommen. Der 4400er-Region beispielsweise wäre das etwas, was auch dann Nvidia an dieser Stelle eben nochmal kurz einknicken lassen könnte. Ich würde das nicht überbewerten, aber die 2,19er-Region eben, die scheint mir durchaus eben interessant zu sein. Wenn dieser Bereich dann gehalten werden kann, wäre das für mich ein potenzieller Long-Einstiegsbereich, wo ich hier dann auch dann vor dem Hintergrund dieser starken Reaktion auf eben diesen, ich würde es eher in Richtung hawkisch interpretieren mittlerweile. Also desto länger ich darüber nachdenke, über die FED-Sitzung am Mittwoch, bin ich eher geneigt zu sagen, das ist eigentlich ein Umfeld, nee, oder nicht Umfeld, das ist eigentlich eine Haltung seitens der FED, die verhältnismäßig restriktiv daherkommt. Und vor diesem Hintergrund finde ich eben dann an der Stelle beispielsweise diese Performance, die wir jetzt hier in solchen Titeln wie beispielsweise Nvidia sehen, aber die wir auch in anderen Growth-Titeln sehen. Dann nehmen wir eine Tesla, dann nehmen wir in dem Zusammenhang eine AMD beispielsweise. Das ist einfach gestern eine extrem starke Reaktion des Marktes gewesen, ein ganz klares Signal. Also sie widerspricht eigentlich dem, was du erwarten würdest. Und wie gesagt, wenn man sich die Entwicklung anschaut, wir nehmen jetzt dann relativ unspektakuläre Titel, so nenne ich sie mal. Also eigentlich ausgehend von ihrem Growth-Outlook beispielsweise, Wachstumsausblick beispielsweise, wie eine FedEx, die nicht besonders volatil ist. Dann nehmen wir beispielsweise eine Nike jetzt im Hinblick auf die Erwartungshaltung dort, Supply Chain Issues und dergleichen. Also das ist alles in allem eigentlich ein Umfeld, in das du geldpolitisch nicht unbedingt dich restriktiver präsentieren solltest. Das sollte eigentlich dazu führen, dass eben die jeweiligen Einzeltitel oder Aktienindizes eher unter Druck geraten. Dass sie es nicht tun, ist eine ganz klare Aussage, die wir nicht nur respektieren sollten, sondern die wir uns zunutze machen sollten. Sprich, die Long-Seite ist zu favorisieren. Und das führt uns eben zurück dann hier zu zum Beispiel Nvidia, wo ich sage, dieser Bereich gegen 2,19, 2,20, wenn der dann gehalten werden kann, also das ist natürlich auch noch die Grundvoraussetzung, kann natürlich durchaus sein, wir sehen diesen kurzen Pullen und dann stoßen wir uns nicht stärker dagegen ab, sondern rollen tatsächlich nochmal drunter und sehen auch übergeordnet vielleicht den Markt unter Druck geraten. Scheint derzeit eher unwahrscheinlich, aber eine Option ist es definitiv. Aber gehen wir davon aus, dass die 2,19, 2,20 gehalten werden kann, dann kann ich mir für Nvidia im vierten Quartal wirklich realistisch vorstellen, nicht nur, dass wir zeitnah neue Allzeithochs sehen, sondern eben, dass wir auch in Richtung der 2,50, 2,60er Region ganz konkret eben laufen. Also das heißt, da durchaus nochmal Aufwärtspotenzial in der Größenordnung um die 15%, eventuell sogar ungehebelt auf der Oberseite eben haben. Und wie stark Nvidia bei solchen Breakouts eben laufen kann, das haben die Jüngsten ja hier gezeigt und auch wie relativ stark sich dann Nvidia zum breiten Markt hat präsentieren können. Also die Konsolidierung zum Beispiel zwischen 2020, 2030 ab Anfang September. Nicht, dass es jetzt einen dramatischen Pull-in gab, aber nichtsdestotrotz, der übergeordnete Markt, der hat sich eher leicht hoppisch präsentiert. Also es war so ein leichtes Überrollen und dann hatten wir so diese, ich nenne sie mal Salami-Crash-Tendenz. Und vor dem Hintergrund, wie stark überdehnt Nvidia einfach war, hätte man erwartet, dass es dort einen schärferen Pull-in wirklich gibt und dass auch die Aktie realistisch nochmal zurück unter 200 laufen kann. Dass sie das nicht gemacht hat, sondern stattdessen eben hier diese Juli-Hochs hat halten können und also fast punktgenau hat halten können und dann parallel dazu auch diese Trendlinie eben hier als Support fungiert hat. Das war ein, ich finde, mega starkes Signal. Und wie gesagt, jetzt in diesem Umfeld, in dem wir uns rund um die FED bewegen und mit diesem Break eben hier oder der Rückübung über die 2,220, muss man sagen, ist das schon ganz klar ein sehr starkes Signal, was dann eben an dieser Stelle geliefert wird. So, das also zum Einzeltitel. Nvidia, Nike für heute potenziell interessant. Mal gucken, vielleicht kommt noch eine Aktie dazu, aber aktuell sind das erstmal die zwei Hauptkandidaten, die ich auf dem Schirm habe. DAX haben wir, S&P haben wir, Nasdaq können wir einen kurzen Blick drauf werfen. So.
30 Minuten, wir können noch mal auf die Stunde gehen. So. Einen Moment. Mach das vielleicht mal groß. Machen wir das mal so. Also. Jetzt könnte man natürlich geneigt sein zu sagen, ah, diese Trendstruktur ist gebrochen worden. Oder auch nicht. Also es kommt darauf an, wenn ich diese Tiefs hier miteinander verbinde, die sich hier auskristallisiert haben, dann setzen wir in diesem Bereich auf, dann ist die Aufwärtsstruktur weiter eigentlich intakt und wir sollten eher früher als später damit rechnen, dass wir wieder zurück über 15.000, nicht nur 350, 400 laufen, sondern eben dann auch die Region um die Allzeithochs eben anvisieren. Also auch hier sind die technischen Vorgaben in Summe weiter positiv. Also das heißt, das, was ich gerade für den DAX skizziert habe, das lässt sich eben, beziehungsweise für den S&P und dann für die Einzeltitel, das lässt sich eben auch hier auf den Tech-Bereich definitiv übertragen. Und nochmal, also auch gestern das war, ich finde, eine extrem starke Vorstellung post der Fed. Ich hätte auf diese eigentlich eher erwartet, dass wir uns schwach präsentieren. Hier sieht man, wir sind, naja, nicht dramatisch schwach, also wir haben die aber europäischen Vorgaben, die gestern vorteilhaft waren, haben wir größtenteils wieder hergegeben, dann infolge der Entwicklung rund um Evergrande und dieses, was über den Ticker lief an dieser Stelle, haben dann aber im Bereich, mal kurz gucken hier, ja, im Bereich der Tageshochs haben wir uns aus dem Handel verabschiedet. Wir haben da zwar eine Widerstandsregion zwischen oder um 3,50 eben hier roundabout gefunden, rollten gegen den Bereich so ein bisschen über, aber nichtsdestotrotz ist das immer noch eine sehr, sehr starke Vorstellung und kann mir auch sehr gut vorstellen, dass da über kurz oder lang ein deutlicher Push zurück über 3,50, 400 eben dann entsprechend ansteht. So, blicken wir mal auf Gold. Da hat es ja hier, das war am Mittwoch, Moment, nicht Mittwoch, das stimmt gar nicht, das war gestern. Wir haben, hier war Mittwoch, das war stärkerer Abgabedruck und wir haben dann gestern, so jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich es hinbekomme. Okay, wir müssen noch ein Stück zurückgehen, das ist ein 5-Minuten-Chart. Also hier, das war die FED. Wir sind dann am Nachmittag hier stärker unter Druck geraten, also das heißt, wir haben auf die Fed selbst eigentlich keine massiven oder härteren Abprall gegen die 1780er-Region zu sehen bekommen. Gestern wurde es dann allerdings hier interessant gegen eben 12, 13 Uhr, Pi mal Daumen, wo wir dann gegen diesen Bereich deutlicher überrollten und dann auch die, ich nenne sie jetzt mal Post-Fed-Lows, also die nach der Fed ausgebildeten Tiefs eben haben unterschritten. Dann kam es hier zu einer Beschleunigung, dünnes Marktumfeld entsprechend und Gold ist zeitweise unter 1740 gerutscht. Das hat, wir hatten solch ein Szenario durchaus einskizziert oder zum Thema gemacht, wenn es nicht gelingt, nicht nur die 1780 zurückzuerobern, sondern auch, wenn entsprechend eben sich eine entsprechend hawkische Rhetorik seitens der Fed herauskristallisiert. Gold, auch Minenbetreiber grundsätzlich, Barrick, Newmont und dergleichen, GDX, also das ist GDX ist der Goldminen-ETF, alle unglaublich schwach im aktuellen Umfeld, unglaublich schwache Performance, also besonders wenn man sich eben die Growth Outlook, eben den Wachstumsausblick für Equities und besonders den Tech-Bereich eben anschaut, das ist im Grunde genommen aktuell jegliches Investment, was hier längerfristig auf den Weg gebracht ist, das ist entweder ein längerfristiges Investment und man geht davon aus, dass sich das über die nächsten Jahre beginnt in irgendeiner Form auszuzahlen. Oder man könnte das auch ein bisschen abfälliger als aktuell totes Investment einfach bezeichnen. Also mit Ausnahme von kleinen Dividendenzahlungen wirst du in diesem Bereich aktuell wirklich nicht fündig. Also entspricht derzeit komplett konträr dem, was ich eigentlich für Gold erwartet hätte, relativ zügig zeitnah. Es bleibt dabei, dass der große, im Großen und Ganzen Ausblick für eben Goldminenbetreiber, Precious Metals, an der Stelle generell Edelmetalle, global makroökonomisch weiterhin sehr, sehr positiv bleibt. Aber du kannst ein noch so günstiges, fundamentales Bild skizzieren, was sich, wie gesagt, ja auch, ich glaube, relativ zügig ergibt, ausgehend von den immer größeren Schuldenbergen, die gemacht werden, der Finanzierung über die Notenbankpresse. Nichtsdestotrotz ist das offensichtlich kein Umfeld, in welchem eben diese Edelmetalle aktuell außergewöhnlich gut performen.
Das gilt vor allem eben für Papier, Gold natürlich, oder beziehungsweise Papierinvestments, Papiertrades an der Stelle. Wir sehen an der Stelle natürlich, wie gewohnt eigentlich weiterhin das potenzielle Unterdrücken, so in Anführungsstrichen, des bullischen Potenzials für Edelmetallpreise generell. Also das heißt, der Inflationsdruck, der ist weiterhin definitiv vorhanden und ich glaube, dass man, also ich glaube, ja, in Anführungsstrichen, man hat weiterhin, man weiß eigentlich, man hat weiterhin wirklich Schwierigkeiten, seine Hand auf physisches Metall eben zu bekommen. Und die teilweise auch Spreads, die dort veranschlagt werden, die sind schon in einer Größenordnung, wo ich sagen würde, das deutet darauf hin, dass hier sich das Papier, die Entwicklung am Papiermarkt eben deutlich von der, die wir im physischen Bereich eben zu sehen bekommen haben, abgekoppelt hat. Aber nochmal, wie auch immer man das in diese Richtung interpretiert, Fakt ist auf jeden Fall, kommen wir zurück zur tradingtechnischen Betrachtung an dieser Stelle oder auch ein bisschen dann Investmentperspektive, der Ausblick für Edelmetalle bleibt alles in allem subdued. Das sieht eher danach aus, als wenn wir hier über kurz oder lang nochmal uns damit darauf einrichten sollten, dass wir in Richtung und unter die 1700er Marke tatsächlich rutschen. Und das gilt kurzfristig mindestens, solange es nicht gelingt, hier die 1780 eben zurückzuerobern, beziehungsweise dann sich früher oder später über 1800 US-Dollar eben zu stabilisieren. Und durch diesen Ausblick jetzt, also einerseits eben, dass nicht nur die Anleiheaufkäufe zurückgefahren werden, sondern parallel dazu auch, dass eben Zinsanhebungen sogar schon bereits thematisiert werden und folglich der Erwartung, dass eine Realverzinsung dann an der Stelle nur dann deutlich negativer sich darstellt, wenn entsprechend eben der Inflationsausblick hoch bleibt, ist das etwas, was hier für Gold, also eher die Short-Seite favorisieren lässt jetzt mittlerweile und wie gesagt, eher dieses Leg-Down nochmal nach sich zieht, als dass es da zu einem Aufbegehren kommt. Gold konnte von einem derzeit sehr, sehr günstigen Umfeld, als es nämlich noch kein Taper in Aussicht gab, noch kein Tightening in Aussicht war und der Inflationsdruck sich kontinuierlich aufbaute über die letzten Monate, hatte echt Schwierigkeiten hier entsprechend bullisch zu performen. Es gab mal hier im Zeitfenster dort von Ende März bis Anfang Juni gab es einen relativ scharfen Bullrun an der Stelle. Da dachte man schon so, jetzt haben die Bullen in Anführungsstrichen, die Goldbullen an der Stelle, die Kurve gekriegt. Und dann begann sich eben hier die Situation deutlicher einzutrüben. Das war damals die Entwicklung, ich muss mal kurz überlegen. Das war auch die FED, glaube ich. Das war auch die FED und das war auch ein Arbeitsmarktbericht, glaube ich, der da auch zusätzlich nochmal einen bärischen Impuls geliefert hat Anfang Juni. Ich müsste jetzt genau mal schauen. Aber das war so ein Ausblick, besonders hier im Juni, der da geliefert wurde, der eigentlich schon zeigte, dass nach oben wahrscheinlich es eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit wird. Und nachdem wir dann hier mehrfach im Bereich um 1830 eben gescheitert sind und es auch aktuell nicht schaffen, also wir hatten ja nochmal einen Versuch nach diesem Flash Crash, den wir hier Anfang August zu sehen bekommen haben, nochmal einen Versuch über dieses Niveau zu brechen, der abgewiesen worden ist. Ich glaube, dass das mehr und mehr ein ganz klares Signal ist, einfach, welches man dann auch genauso interpretieren sollte, dass es hier aktuell in Anführungsstrichen kein Durchkommen gibt. Und auch global makroökonomisch trübt sich das Bild sehr, sehr zu Ungunsten von Gold eben ein, bedeutet also etwas anders formuliert. Auch wenn es mir schwerfällt, ich möchte eigentlich ungerne Gold Short sein in Antizipation eines Breaks tiefer, unter also dann in dem Fall 1680 US-Dollar pro Feinunze neue Jahrestiefs. Aber ich möchte derzeit eben absolut auch nicht long sein. Und das gilt besonders dann, wenn wir es kurzfristiger betrachten, solange wir unterhalb von 1780 US-Dollar pro Feinunze traden. Also alles, was darunter passiert, ist keineswegs wirklich günstig oder bullisch eben zu interpretieren an dieser Stelle. Ja. Das wäre es tatsächlich dann auch in diesem Hinblick für Gold gewesen. Ich guck mal ganz kurz. Das ist ein interessanter Punkt, auf jeden Fall. Andreas, da schreibt es gerade hier. Bei Nvidia ist das ARM-Thema immer noch offen. Man geht, wenn gegen den Zukauf entschieden wird, geht das potenziell schnell abwärts. Genauso kann es aber auch auf der Kehrseite einen scharfen Push auf der Oberseite geben, sofern man sich dafür entscheidet. Und zwar, ich guck mal ganz kurz. Ich guck mal eben, hier unten vielleicht sogar die News zusammengefasst. Einen Moment. Fett, Nvidia. Dann machen wir das anders. Dann machen wir das mal so. Ich kann an der Stelle nämlich Folgendes sagen. Ich habe. Ich habe da nämlich am
Mittwoch war es, eine. Hier, ja, das ist eine Woche her ungefähr. Obwohl, hier, noch besser. Da ist er. Das ist genau der Screenshot, den ich in dem Vortrag hatte. Ich hatte am Mittwoch, Verzeihung, ich bin jetzt ein bisschen gerade in der eigenen Welt gewesen. Ich hatte am Mittwoch einen Vortrag, englischsprachig, und habe in dem Zusammenhang eben dem Nvidia zum Thema gemacht gehabt. Und hatte da auch darauf verwiesen, dass es eben diese Opposition gibt. Und zwar nicht nur aus UK, das ist schon seit geraumer Zeit ein Thema. Da hat man eben die, na, wie heißt denn das? National Security, nationale Sicherheit zum Thema gemacht, weswegen man diesen Deal zwischen Nvidia und ARM opposed, also sich gegen den ausspricht, weil man dort eben Gefahr für die nationale Sicherheit aus eben dieser monopolistischen Struktur, die sich dort herauskristallisieren könnte, eben sieht. Ganz kurz vielleicht, um das zu erklären, der ein oder andere wird sich jetzt gerade wundern, okay, wer ist denn ARM? Jeder kennt ARM eigentlich, theoretisch jedenfalls. Also jeder, der ein Smartphone hat und ein Smartphone hat von beispielsweise Apple oder von Samsung oder HTC, Nokia. Und zwar ist ARM ein Zulieferer von CPUs, also hier von den Prozessoren innerhalb von Smartphones, und ist ein großer Player in der Hinsicht eben tatsächlich, und ist in Großbritannien ansässig, spielt jetzt wie gesagt nicht so eine große Rolle, aber ohne ARM würde ein Apple nicht laufen oder ein Samsung-Smartphone oder wie auch immer. Das bezieht sich nicht nur auf Smartphones, aber auf die fokussieren wir uns, weil das hat jeder sofort verfügbar. Und in dem Zusammenhang ist es so gewesen, dass letztes Jahr, vor rund 12 Monaten, ziemlich genau sogar, im September 2020, Nvidia hergegangen ist und einen riesengroßen Merger auf den Weg gebracht hat und am ARM gekauft hat für 40 Milliarden US-Dollar. Entschuldigung, 40 Milliarden britischer Pfund. Hier steht 54 Milliarden ARM-Dollar. Ich hätte gedacht, dass es 40 Milliarden Dollar waren, aber okay. Also, Fakt ist auf jeden Fall, dass das natürlich hier, ausgehend von der Größe, die Nvidia mittlerweile hat, auch in Verbindung mit dem Einfluss, den ARM, wie gesagt, im Bereich Smartphone beispielsweise hat und in diesen CPUs entsprechend, also diesen Prozessoren, die dort verbaut werden, dass man dort eben Sorge hat, dass eben sich hier eine unglaublich monopolistische Struktur herauskristallisiert. Und nun ist es einfach so, dass in diesem Zusammenhang eben UK, aber jetzt eben auch Europa, die EU hier an dieser Stelle entsprechend eben Sorgen angemeldet hat und dieser Deal blockiert wird derzeit. Und das ist eine sehr, sehr interessante Konstellation, denn viele sagen natürlich, dass wenn dieser Deal jetzt nicht durchgehen sollte, weil sich eben aus welchen Gründen auch immer die EU bzw. das britische Königreich an dieser Stelle entsprechend gegen einen Deal aussprechen und den nicht zulassen, dass das natürlich Nvidia hier massiv unter Druck bringen könnte. Aber das hatte ich gestern auch im Hinblick auf Nvidia zum Beispiel, als ich meine Gedanken hier formuliert hatte, gemeinsam mit dem Andreas zusammen gesagt. Ich glaube, was im Hinblick auf Nvidia nicht unterschätzt werden sollte, ist, dass die einfach unglaublich breit aufgestellt sind. Ich habe gerade witzigerweise, bevor ich jetzt hier auf diesen Link geklickt habe, da von Forbes, da steht eine Headline: If the ARM Deal fails, Nvidia is fine, but ARM may struggle. Also, das ist eine Meinung wahrscheinlich, die derjenige, welche hier geschrieben hat. European Regulators, was schreibt er? Are again expressing concerns about the impact of competition, but the alternative for ARM could be worse. Okay. Also, das ist, ich vermute mal, das ist eine Meinung an dieser Stelle, die derjenige, welche hier dazu formuliert. Aber Fakt ist auf jeden Fall, durch die Breite, die Nvidia einfach abbildet, ist das eventuell gar nicht so problematisch. Also sicherlich kurzfristig wäre ich mal in der Lage, einen kurzen Flash auf den Weg zu bringen in irgendeiner Form. Aber auch den würde ich eben ausgehend von dem Growth Outlook eben für Nvidia alles in allem eher als langfristig interessante Möglichkeit, mich long zu positionieren, eben tatsächlich sehen. Und im Kern ging es bei diesem Vortrag meinerseits, ging es im Kern darum, dass ich eben die Frage aufwarf, ob hier Nvidia vielleicht der nächste eine Billion, ausgehend von der Marktkapitalisierung, eine Billion US-Dollar-Kandidat eben ist, der sich dort vielleicht herauskristallisieren könnte. Das geht in Anführungsstrichen gefühlt jedenfalls, ohne jetzt genaue konkrete Zahlen dafür zu haben, aber das geht potenziell schneller, just in dem Moment, wo dieser ARM-Deal durchgehen sollte,
Und wenn er nicht durchgeht, dann dauert das vielleicht ein bisschen länger, aber unterm Strich sind die Growth Prospectus einfach für Nvidia weiter extrem positiv, meiner Einschätzung nach. Man sollte es aber auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, also besonders wenn man das eben kurzfristig eben auch hier plant zu traden eben. Und sofern solch eine Abfuhr erteilt würde, einer solchen Akquisition, wäre natürlich denkbar, dass kurzfristig jedenfalls ein Flush stattfinden könnte, der aber wiederum Chance-Risiko-Verhältnis technisch längerfristig ganz interessant vielleicht dann wäre. Gold, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Genau, Bitcoin. Werfen wir mal einen Blick drauf. Das war bestimmt jetzt ein Teilnehmer hier aus dem Morning Meeting. Der wusste, dass ich plane, immer nach Gold so ein bisschen auch Bitcoin in den Fokus zu rücken und jetzt einfach gedacht hat, da stoßen wir mal Position ab, haben wir ein bisschen Action im Chart, haben wir ein bisschen was zu erzählen. Nein, das ist natürlich ein Spaß. Ja, keine Ahnung, was jetzt hier gerade der Grund ist für den stärkeren Abgabedruck von 45 ausgehend. Also, wir hatten, ich gucke mal kurz, gestern, 23. Hier sind diese Region, ne? Kam das? Ja, hier, das kommt hin. Hatten wir ein Long-Szenario zum Thema gemacht? Ne? Hatten wir ein Long-Szenario zum Thema gemacht? Ein bisschen ungünstig, weil der Gedanke Long, und ich weiß, wir hatten zum Thema gemacht, dass es da durchaus Potenzial bis 46 geben könnte. Sofern wir oberhalb hier dieser Niveaus uns halten können. Das war die 43er Region, gegen die wir hier riskiert hätten, ausgehend, genau, von der 43,8, genau das hatten wir gesagt. Diese potenzielle Dreieckstruktur, die sich hier herauskristallisiert, hier der Break über die 44,3 an der Stelle als Long. Und wenn wir es also gegen diesen Bereich Long positioniert haben, dann können wir erkennen, dass zunächst jedenfalls hier sich entsprechend eben dieser Trade begonnen hat zu entwickeln, aber jetzt wären wir natürlich rausgeflogen. Also eventuell, weil das bullische Momentum bis dato ausgeblieben ist, eventuell hätten wir die Position mit einem kleinen Gewinn an der Stelle wieder liquidiert, leicht oberhalb von 44, 44,5 eventuell. Aber durch diesen jetzt sich hier herauskristallisierenden Kursverlauf, was auch immer der Treiber dafür ist, ist natürlich erstmal dieser Long-Ausblick hier hinfällig. Und ja, jetzt kommen tatsächlich relativ zügig wieder Sorgen auf, weil die Sache ist nämlich jetzt jene. Wir erkennen, das ist ein Bereich, den haben wir diverse Male in der Vergangenheit angelaufen. Der hat als Unterstützung fungiert. Der hat allerdings auch hier kurzzeitig mal, nachdem es da stärkeren Abgabedruck gegeben hat, das war am Montag ganz besonders, hat als Widerstandsregion eben tatsächlich fungiert. Und wenn wir jetzt erneut da drunter rutschen, also das ist wie eine Art Inflection, die 43er, 43.500er, 44er Region. Wenn wir da drunter rutschen und unterhalb uns stabilisieren können, dann ist das durchaus ein bärisches Signal, welches weiteren Abgabedruck nach sich ziehen könnte, der uns zügig unter die 40.000er Marke sogar führen könnte. Also das bedeutet, das ist so eine erste Orientierung an der Stelle auf der Unterseite, an der ich mich hier orientieren würde. Das sind so vielleicht auch der Bereich Wochentiefs aktuell. Und dann gilt es mal abzuwarten, in welche Richtung das Wochenende sich hier entsprechend eben präsentiert. Also da dünnt der Handel noch einmal aus. Das bedeutet also etwas konkreter gesprochen, wenn wir in diese Gefilde um 40.000 laufen und dann am Wochenende durch einen entsprechenden Abgabeimpuls unter das Level hier 40.000 verkauft werden, könnte das relativ zügig abwärts gehen und wir könnten Abschläge bis in Gefilde 36.000 beziehungsweise dann sogar tiefer bis in Gefilde hier, ja, potenziell vielleicht sogar 32.000, 30.000 zu sehen bekommen. Also das ist durchaus brisant, dieser Fall jetzt hier gerade, weil er kurzfristig auf jeden Fall die Shortseite in den Mittelpunkt des Geschehens rückt und besonders hakelig in Anführungsstrichen wird es just in jenem Moment, wo wir neue Wochentiefs markieren, also wo wir unter die 40.000er Marke dann an der Stelle rutschen würden, weil das dann auch potenziell den Weg ebnet, noch einmal in der näheren Zukunft eben die 40.000er Region eben tatsächlich hier anzulaufen. Also durchaus brisant nochmal. Vielleicht hat einer gerade News, was da über den Ticker läuft. Ich gucke mal ganz kurz auch bei mir hier. Sehe ich hier irgendwas? Nö. Oh, doch, Moment mal. China Central Bank says overseas cryptocurrency exchanges must not provide service to mainland investors. China Central Bank says cryptocurrency-related activities are illegal. Okay. Also chinesische Zentralbank, die sich hier gerade in Bezug auf Krypto äußert. Warum ist das brisant? Okay, also
dass das jetzt hier kurzzeitig, also ganz kurz die Übersetzung davon, China Central Bank says overseas cryptocurrency exchanges must not provide service to mainland investors, heißt, dass eben es übersee Kryptobörsen untersagt ist, Serviceleistungen an Mainland Investors anzubieten, also das heißt an chinesische Bürger, dass das unter Strafe steht oder als illegal eingestuft wird. Potenziell natürlich, China spielt im Kryptobereich eine ganz, ganz wesentliche Rolle, besonders im Bereich Crypto-Mining an dieser Stelle sowieso allerdings sowohl als auch zu betrachten, also hat da so einen potenziellen Konflikt an dieser Stelle. Ich finde diese Aussage aber aus einem ganz, ganz, ganz anderen Grund im aktuellen Umfeld hochbrisant. Ich guck mal ganz kurz noch ein bisschen mehr. Also dramatisch kann man es natürlich auch so aussetzen. Ich sehe gerade hier von einem Hedgefund-Trader, der schreibt, PBOC says all crypto-related transactions are illegal. Also alles, was im Kryptobereich an Transaktionen abgewickelt wird, wird jetzt hier als illegal eingestuft. Aber gut, also das ist jetzt die Kurzfassung dessen, was da potenziell dieser Treiber für diese britische Action ist. Warum ist das jetzt gerade brisant? Da sind wir wieder bei den Betrachtungen, die wir letzten... Mal kurz Folgendes, einen Moment. Ich retweete das mal ganz kurz, das ist auch schön. Also für weitere Informationen hier empfehle ich euch mal bei mir auf den Twitter-Account zu gucken. So, einen Moment. Twitter. Und hier ist mein Twitter-Account. So, stelle ich mal ganz kurz in die Chatbox. Dann habt ihr die Möglichkeit, ich habe das gerade hier geretweetet. Das ist die Meldung von der PBOC an der Stelle, die offizielle. Obwohl, kann man das überhaupt lesen, wenn das hier chinesisch ist? Na gut, für die Talentierten, also für diejenigen, welche die Chinesisch unter uns sprechen. Twitter. So. Also, da ist ganz kurz die Ankündigung, wo jetzt gerade dieser bärische Impuls herkommt. Das ganz kurz zur Erklärung. Also, das ist nicht zu unterschätzen. Aber nochmal, das ist deswegen brisant, weil wir sollten uns immer vor Augen führen, dass Kryptos generell eine Möglichkeit bieten, Kapital aus China abzuziehen. Also Stichwort nämlich Blockchain-Technologie, anonymisiert und so weiter. Und genau diese Attacke, also so würde ich das jetzt interpretieren, also ich bin jetzt genauso frisch in dieser Materie drin wie ihr auch. Das heißt, also ich müsste mir davon erstmal ein Bild machen, würde mir das hier mal genauer durchlesen und würde dann an der Stelle einfach entsprechend Rückschlüsse ziehen, aber grob gesprochen ist das dahingehend brisant, weil es einfach mal unterstreicht, dass offensichtlich seitens der chinesischen Regierung, / der chinesischen Notenbank, offensichtlich jetzt mehr und mehr Register gezogen werden, um diese Kapitalabflüsse aus China zu unterbinden. Das könnte, also das ist dahingehend eben brisant, wie gesagt, dass diese Entwicklung rund um Evergrande eben durchaus das Risiko eines sich beschleunigenden Effekts für den gesamten chinesischen Wirtschaftsraum infolge eines Kollaps des dortigen Immobilienmarktes, der Blase, die sich dort über Jahre aufgebaut hat, dass das eben dazu führt. Und solche Maßnahmen, solche Attacken jetzt auf den Kryptobereich, die dann entsprechend hier ganz einfach gesprochen plump bedeuten, alles, was im Kryptobereich stattfindet, wird in Zukunft als illegal eingestuft. Das ist eben potenziell ein Signal, welches bei genauerer Betrachtung eben genau diesen Verwerfungen am chinesischen Finanzplatz oder am Immobilienmarkt dort geschuldet ist und was eben durchaus auch durch die Gefahr birgt, dann früher oder später oder wie in Zukunft, jetzt in näherer Zukunft, über den Markt schwebt wie ein Damoklesschwert. Also das ist durchaus etwas, das sollte man berücksichtigen. Ich habe jetzt alles in einem sehr, sehr bullisches Bild skizziert. Man merkt auch zunehmend, also selbst jetzt die Meldungen, dass es einen Default gibt, dass es dort entsprechende Warnungen gibt, dass Evergrande dann tatsächlich potenziell kollabiert, dass auch offensichtlich nicht wirklich der Wille besteht in irgendeiner Form seitens der chinesischen Regierung, dort dann eventuell rettend einzuschreiten und dergleichen. Das ist etwas, was der Markt bis jetzt gut verarbeitet hat. Aber nichtsdestotrotz, was früher oder später eventuell durch derzeit nicht erkannte systemische Risiken eben durchaus ein Thema werden könnte. Also UBS zum Beispiel hatte in diesem Zusammenhang, glaube ich, eine kleine Exposure zum Thema gemacht, hatte gesagt, wir hatten das jetzt eine ganze Weile nicht auf dem Schirm. Aber natürlich besteht die Gefahr, dass es hier auch andere
dort in China aktive Unternehmen eben früher oder später trifft, dass es ein nächstes Evergrande geben könnte, welches dann noch ein größeres systemisches Risiko eben birgt und infolgedessen eben dann auf die globalen Finanzmärkte überschwappen könnte. Und das lässt sich durchaus, denke ich, auf die aktuellen Entwicklungen hier im Kryptobereich, in dem Fall auf Bitcoin eben an der Stelle eben übertragen. Ja, also das vielleicht nochmal so als weitergehender Gedanke. Nochmal, ich bin gespannt, ob es jetzt hier zu der Attacke und dem Drop in Richtung und unter die 40.000er Marke kommt. Wenn ja, wäre das auf jeden Fall ein bärisches Signal, was weiteren Abgabedruck bis 30.000 eben nach sich ziehen könnte. So, und das wäre es soweit dann erst einmal von mir zum Wochenschluss jetzt hier gemeinsam mit Markets eben tatsächlich gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier, abonniert gerne den Kanal. Wir hören uns wieder Montag 10.30 Uhr zum Morning Meeting. Wenn ihr Fragen haben, Wünschmärkte und dergleichen haben solltet, wie gesagt, nutzt die Möglichkeit unterhalb des Videos, nutzt die Möglichkeit, mich per Mail zu kontaktieren, Trading Chatbox über meine Webseite im Forum, Twitter, hatten wir glaube ich schon, ja, also diverse Möglichkeiten, auf jeden Fall mit mir in Kontakt zu treten. Ich würde mich freuen, von euch zu lesen, würde mich freuen, euren Input hier im Morning Meeting zu verarbeiten, euch zu präsentieren dann. Und soweit meinerseits. Also, happy trading, pass auf die Stops auf. Wir hören uns am Montag wieder 10.30 Uhr. Wir lesen bis dahin voneinander im Forum. Und bis dahin, macht's gut und tschüss.